Hallo und herzlich willkommen bei The Mighty Bricks. Wir stellen euch heute das Set 7913 Clone Trooper Battle Pack aus der Star Wars Reihe vor. Es erschien im Jahre 2011, besteht aus 85 Teilen und die damalige UVP war 14,99. Fangen wir mit den Minifiguren an. Als erstes schauen wir uns mal die Bomb Squad Trooper genauer an. Hier seht ihr beide Figuren mit ihren Blastern. Der rechte hat ein Blastergewehr und der linke einen normalen Blaster. Und das ist auch schon der einzigste Unterschied zwischen den beiden. Ansonsten sind die Helm-, Bein- und Torso-Bedruckungen bei beiden gleich. Dafür sind diese auch sehr detailliert und sehen sehr cool aus. Sie haben sogar auf den Füßen Bedruckungen. Jetzt seht ihr nochmal beide ohne Helme und ohne Waffen. Sie haben auch beide die gleiche Gesichtsbedruckung für die Clone Wars Clone Trooper. Nun kommen wir zum ARF Trooper, der auch ein Blastergewehr trägt. Dieser hat, wie wir finden, einen sehr coolen Helm mit ein paar coolen Details. Die Torso-Bedruckung ist aber dieselbe wie bei den normalen Clone Trooper, sieht aber trotzdem cool aus. Hier seht ihr ihn nochmal ohne Helm und ohne Waffe. Er hat auch dieselbe Gesichtsbedruckungen wie alle anderen Clone Wars Clone Trooper. Als vierte und letzte Figur ist noch ein Clone Trooper Commander dabei. Dieser hat nochmal sehr detaillierte grüne Bedruckungen auf Helm, Torso und Beinen. Für damals hat er auch noch zwei neue Blaster, die wo ihr jetzt als die kurzen Blaster kennt. Jetzt seht ihr ihn nochmal ohne Helm und ohne Waffen. Wie schon gesagt, alle haben dieselbe Gesichtsbedruckung wie alle Standard Clone Wars Clone Trooper. Kommen wir nun zum Set. Der Barkspeeder ist ca. 14,5 cm lang, ca. 6 cm breit und 4 cm hoch. Er hat zwar keine richtigen Spielfunktionen, aber die braucht er unserer Meinung nach auch nicht. Er sieht dafür auch ziemlich cool aus und er lässt sich auf dem Boden gut hin und her bewegen. Nun kommen wir auch schon zu unserem Fazit. Der Barkspeeder sieht cool aus und die Minifiguren sind der Hammer. Wir geben den Set 9 von 10 Punkten für die OVP von 14,99. Auf eBay wird das Set für 25 bis 30 Euro angeboten und dafür lohnt es sich nicht mehr. Wenn ihr es allerdings für 20 Euro ersteigern könnt, wäre es noch in Ordnung. Dies ist aber nur unsere Meinung. Eure könnt ihr in die Kommentare schreiben. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da. Und wenn ihr all unsere Videos sehen wollt, abonniert uns und aktiviert die Glocke, dass ihr kein Video mehr verpasst. Wir hoffen, es hat euch gefallen und wünschen euch noch einen schönen Tag. Bis bald. Ciao.